Ja, und damit ein dickes Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream heute an diesem fantastischen Dienstag. Wochenende ist rum. Und wir starten wieder wie gewohnt mit WoWs in das neue Wochen-, Monats-Dingsi. Was auch immer. Tatsächlich heute, der 28. ist der zweite, ne, letzte Tag des Februars. Das heißt, wir starten schön in den März, holen uns den letzten Supercontainer. Und werden jetzt so ziemlich erstmal aufwaschen, was wir noch brauchen, um in den März reinzustarten. Ne? Ich hoffe, es alle wohlgelaunt, ausgeruht. Ein bisschen Spaß mitbringen, ein bisschen abhängen. Jawohl. Free XP. Jawohl. Schöne, schöne Sache. Eine Sache, was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist tatsächlich noch amerikanische Marken machen, um mir für das die Nebraska das Bonuspaket zu holen. Ja, die Sache ist, bis Mitte Mai muss ich 1 Million Free XP haben. Das heißt, ich muss noch 900.000 Free XP fahren. In knapp 2 Monaten. Zweieinhalb. Das ist für mich nicht machbar. Okay, das heißt, im Endeffekt werde ich das letzte Schiff, das es für EP gibt, das ist. Na, zum Glück habe ich die meisten schon. Die Azuma. Für 1 Million. Hier habe ich alles. Bei den Russen habe ich alles. Bei den Deutschen habe ich alles. Großbritannien habe ich. Frankreich. Italien. Panasien. Europa. Niederlande und Staatenbund. Das heißt, tatsächlich ist es nur noch die Azuma. 1 Million. Ich glaube nicht, Tim. So. Wir schauen mal rein, Geplänkel. Haben wir gewonnen übrigens? Ja, man sieht, ich habe ja noch nicht gespielt gestern. Nur eingeloggt, schön meine Einlog-Boni abgekrabbelt. Die News 4 gegen 4 auf Stufe 9. Naja. Entschuldigung. Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin ein bisschen genervt. Also nicht von euch oder von Spielen allgemein, sondern von meiner Geräuschkulisse wieder. Ach. Gestern meine Nachbarin war den ganzen Tag, ey, wenn sie laut reden, hört man das halt einfach. Ja, und nicht nur laut reden, immer auch andere Dinge. Und dann ist irgendwo wird hier gebaut in der Nähe. Den ganzen Tag hörst du irgendwas hämmern. Es geht halt früh um 8 halt los, ne? Es ist halt übelst. So. Das werden wir wohl hinkriegen. Gefechtspass. Ja, Gefechtspass ist mir. Geht mir so ziemlich am Arsch vorbei. Das werden wir noch mitnehmen, die 25 Marken, und dann müssen wir mal gucken. Das heißt, wir fahren heute ganz entspannt. Oh, meine Frage, geht das von den Unternehmen? Ja, wollen wir Unternehmen fahren?
Na nee, fahren Zufallsgefechte. Wir fahren Zufallsgefechte und dann fahren wir erstmal schön unsere Mähen. Damit wir jetzt hier langsam vorankommen. Ja, wir pumpen alles mal schön rein. Vor allem, ich hatte hier noch 7200 Free XP. Also man könnte, wenn man das hier benutzt, halt könnte eventuell erwarten. Hege der halt nicht so Hoffnung. Andererseits, die Frage ist, wozu brauchst du dann noch Free XP? So, ich habe mir auch was zum Snacken geholt. Weil habe heute noch nichts gegessen. Einfach Baguette mit unbekannter brauner Schokomasse. Ja, mit Flugzeugträger, nicht gut. Ist halt ein reines Achtermensch, ne? Oh. Mit ein paar Siebenern reingesprengelt. Mega. Ja, 9 Kilometer. 9 Kilometer Torps. Ich bin im Bilde. Ja, die Katski fährt nicht rein. Und mein Weg ist zu lang. Läuft. Shimanto, was soll das?
Hier wird mal richtig abgedanced. Captain Capsteel ist unterwegs. Mega, damit sind schon zwei durch, würde ich sagen. Ich sterbe, sterbe, sterbe. So. Ja, dann. Also, wir nehmen auf jeden Fall immer grün mit, oder? Ja, ne? Klingt am Plan. Hört ja immer besser. Direkt ein Tier 10er rein. Yes. So muss das. Ah, ich habe gestern übrigens mal wieder Ziff gespielt. Ja, so ein bisschen Entspannung auf König. Ja, keine Sorge, danach kommen noch drei Schwierigkeitsgrade. Alle Stationen, schützt das Ziel. Vielen Dank. Ah, mit Flugzeugträger. Mega. Gegnerische Streitkräfte entdeckt.
Eine Shima und eine Giring. Die Giring ist da drüben, das heißt, die Shima ist hier. Oh yeah. Brauchen wir einen Schokomacher. Zucker. Palmöl. Ja, die Kufe sollte doch da ausreichen. Problem gelöst. Na, der Tago ist schon mal weg. Torpedos, Achter aus. Oh. Optum kritisch beschädigt. Das war ein großartiges Gefecht. Na, Torpedos, schon mal. Achter aus. Torpedos getriggert. Torpedos, Achter aus. Gehen Sie mal zu, gehen Sie mal zu, gehen Sie mal zu. Ja, mir ist halbes Schiff gekostet. Alter. So wird's gemacht. Kreuzer gesichtet. Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Ah, ich nehme halt beide mit. Nein, nehme ich mit.
Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Das tut weh. Ja, meint. Tut's nicht. Das tut weh. Natürlich eine Vermont, ey. Ja, So, wie ist so, ein paar Credits. Schiffs-EP, Kapitäns-EP, ja, nicht so much. Aber mindestens die Grüne. Ab. Es sind halt 3 BBs durch den Kanal gefahren bei 2 Brüder. Fass dich an den Kopf, oder? Gut, sie haben halt die Shigeshima platt gemacht, aber geschenkt. Weil dafür ist halt einer draufgegangen von denen. Und ja, ihre gesamte Feuerkraft fehlt halt. Aber hey, kein vor Schweine werfen und so, ne? Oh, Essen tut so gut. Halt einen Halt hier nach dem anderen ab. Jetzt bin ich schon das dritte Mal in Folge Loot hier. War richtig Loot hier. Ich stelle mich einfach hier hin. Ich bin Lot hier. Kein Flugzeugträger, es gibt nur einen einzigen DD.
Na, kleine Charles, was ist? Da ist Nebel. Hi Fabi, wunderschönen Dienstag. Und direkt Sport, jawohl. So, jetzt bin ich offen. Hallo. Hallo Cleveland. Ich habe meinen Teil beigetragen. Ja, ich muss mich erstmal aus der Schussposition bringen. Und nochmal 4K auf die Cleveland. Das heißt, ich habe schon mal mehr gemacht als eigentlich. Bräuchte. Unser Halland stirbt jetzt, weil er allein gegen die Tierpits brödelt. Und verkackt, ihn wegzutorben. Pup, Schwein ab. Und die Kanone. Oh, Halland. Nice. Muss man mal sagen, er spielt gut. Hat direkt zwei weggeklatscht. Und zwei High-Tiers, ne? Muss man sagen. Ja, High-Tiers, ne? Ich halte jetzt einen Tierpilz und eine Kanone. Aber hey. Besser als nix, du. Hm. Was war da? Normalbüro. So, wir schießen die Schliefen in die Seite. Das wäre exzellente. Das hat wehgetan. Zieht er auf eine Schliefen. Damit kann ich leben. Es gibt natürlich den obligatorischen Spam. Oh, nice. Alter. Oh, da ist noch was. Ponk, ponk. Ponky Ponk. Ponk Ponk. Da ist die Neptun. Hi Neptun. Bye Neptun. Oh, die Presse wird gut eingedeckt. Kann man mitspielen? Klar, wenn du möchtest. Grundsätzlich jeden Samstag. Oh, wir warten mal kurz. Na, jetzt. Boing. Da gehe ich aber. Na, ist natürlich. Das ist natürlich. Unglücklich. Dürfte er weg sein? Oh, das war's schon. Ja, nice. Easy. Easy Klatsch. Ooh.
Nice, nice. Ich habe 2 Leute geklatscht. Die anderen hat 3? WTF? Aber ich bin halt nur ein 8er WB gewesen. Alter, wer hat mich denn da so gepumpt, ey? Die Schliefen, die Sekundärschliefen, 21.000. Alter. Was ist denn das für Sekundär gewesen? Die Brest für 10. Neptun für 10. Alter. Okay, die Neptun habe ich mich revanchiert. Die Cleveland habe ich mich auch revanchiert. Sogar bei der Schlieven, ne? Die hat wie viel? 23, 22k gemacht? Ja, ich habe 34k bei ihr gemacht. Yes. So. Aber bevor es losgeht. Erstmal Sport. Sport, 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 Sport. So. Ah, ich muss auch ganz langsam machen. Ne, ich habe jetzt einige Tage ausgesetzt. Das war aber auch gut. Ne, der Muskel war sehr beansprucht. So, ein bisschen umherlaufen. Einfach nur ein bisschen laufen, damit die Muskeln. Ein bisschen gelockert sind. Na, ist aber auch schweinekalt gewesen die letzten Tage. Vor allem die Bude ist halt hart ausgekühlt, weil halt nicht so stark geheizt wird. So. So. So, so, so. Fangen wir an, ganz langsam. 1 2 3 4 5 6 Aber die Muskeln sich langsam wieder erinnern. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 Ganz locker aus der Hüfte.
Ach ja. So. So, Fabi, bist du schon on? Na guck, da ist er. So. Ah, übrigens, ich hab einen Tipp für dich als Neuansteiger. Ist halt einfacher, Schlachtschiffe zu spielen, anstatt Kreuzer. Kreuzer ist extrem gefährlich. Aber du packst das schon. So, ich muss mal gucken, was ich hier 5 matchen kann. Nix. Okay. Ja, gut, dann. Lass mich kurz überlegen. Überlegen, nicht übergeben. So. Ja, die graue. Grau ist okay. Lup. So, rein ins Zufallsgefecht. Ich muss kurz. So. Oh, guck mal, halt hier. Die Schlacht beginnt. Prost an euch. Ich kann da leider nicht in die Inseln rein, wo du hinfährst. Weil da bin ich zu anfällig für die DDs. Weil die da zu nah an mich ran sind. Aber du kannst da ruhig reinfahren, keine Sorge. Ist halt da genug. Als Schlachtschiff muss ich halt. Ich muss halt hier die Flanke halten. Na, ich sehe schon, unsere Murmansk fährt schon mal weg. Mega. Die andere Königsberg ist ja noch nicht im Spiel. Und unsere D stürmt alleine nach vorne. Yes, genau so muss das sein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, er hat verlangsamt. Die Wurst. Oh no, rettet unseren Zerstörer da vorne. Bäm, hat's den ersten schon zerbröselt. Spiel können wir aber auch.
Ihr klumpt hier mit 3 Leuten. Oh, ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Da ist ein Zerstörer. Es sind 2 Zerstörer. Uiuiui. Leute. Natürlich. Torpedos auf Steuerbord. Höhlenbruch. Wasser dringt schnell ein. Leute, mit darum klumpen ist ein No-Go. Problem gelöst. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Achtung, Torps. Da ist ein DD im Nebel. No. Das sieht gar nicht gut aus. Torpedos auf Steuerbord. Alter, was für Leuten habe ich denn das hier zu tun? Ich bin halt ein Schlachtschiff. Ich kann mich halt kaum bewegen. Und dann rammt er mich halt weg. Ja, es ist halt eine Position, die ist nicht haltbar hier. Problem gelöst. Gut, das ist halt Lot hier. Ja, was heißt Lot hier? Alter, hier ist er doch schon wieder. Ich meine, danke für den Nebel, aber das hilft mir halt gar nicht. Torpedos auf Backbord. Aha, da ist der nächste.
Ja, es hockt er natürlich im Nebel von meiner, von meinem T22 und beschießt mich. Tschüss. Okay, einer weniger. Torpedos Achterhaus. Ja, schon wieder Torps. Alter. Torpedos Achterhaus. Wieder trifft einer. Höhenbruch. Wasser dringt schnell ein. Zum Kotzen. Kreuzer versenkt. So, dafür wirst du bestraft. Ey, ich hab nochmal. Wenn mein T22 halt mal einen halbwegs Arsch in der Hose hätte, würde er die Ministrale halt mal spotten. Aber er fährt halt bloß weg. Oh, ich treffe halt aber auch nicht. Oh, ich habe ihn erwischt, ich habe ihn erwischt, ich habe ihn erwischt. Ja. Ja, sauber. Alter. Er versteckt sich halt hinterm Schlachtschiff, ey. So eine Wurst. Wir gewinnen das tatsächlich noch. Möglicherweise gewinnen wir das noch. Unser Team hat die Führung übernommen. Ah, die kommen, die kommen, die kommen. 3,5. Ich werde verfolgt von dem T22. Das ist halt so eine Wurst, ey. Ich meine, kann immer sein, ne? Dass man ein neuer Spieler ist, keine Ahnung hat. Aber du solltest halt... Ich meine, er fährt immerhin schon einen Tier 5er. Du solltest halt ungefähr Ahnung haben, was du tun sollst.
So, was ich tun werde, ist halt, der wird halt hier sein. Ja, weil er mich sieht, der kann nicht hier in der Insel sein, der muss straight in der Line sein. Das heißt, der muss hier irgendwo sein. Feueralarm! Hallo? Oh, er steht. Aber die Zita richtet. Zita richtet. Yay. Alter, Momanz und die Momanz. Alter, guck, was er gemacht hat. Bis zum Schluss überlebt, ne? 286. Alter, wie schlecht, wie schlecht, wie schlecht. So schlecht kann man auch gar nicht sein. Was? Ich bin schon wieder fertig mit meinen Tagescontainern? Lul. Jawohl. Ach, Container können wir auch nachher holen. Oh, fun. Einfach weiterfahren. Bin im Discord, alles Klo. Hallo. So, jetzt bin ich auch im Discord. Hallo, hallo. Also falls du was sagst, dein Lämpchen blinkt nicht. Das heißt, da passiert nichts. Ah. So. Ich versuche halt so viel wie möglich zu helfen. Und macht Warships immer noch Spaß? So. Hallo. Hallo? Ah, guck mal. Ah, okay. Es hat geleckt, okay. Gut zu wissen. Kannst du mich jetzt hören? Ja, klar und deutlich. Gut. Na, macht Warships immer noch Spaß? Ja. Hatte leider die letzten Woche keine Zeit, weil ich arbeiten gehe nebenbei, in meiner Schule. Ja. Und ja, dadurch musste Warships halt hinten anstellen sich. Ja, das ist völlig normal. So, die Frage ist links rum, rechts rum. Rechts rum. Also rechts, okay. Warte auf Anweisungen. Ach so. Boah, Alter, ist ein Siebener. Wir sind die Lotiers. Ernsthaft? Nein. Ja, gut, das ist bloß ein Kreuzer, der da ist. Obwohl ein Schlachtschiff. Ja, ein Kreuzer und ein Schlachtschiff für ein Siebener. Aber wir sind definitiv Lotier. Ja. Wir haben auch nur. Wir haben ein Siebener, die haben zwei Siebener. Nee, wir haben auch zwei.
Die King George oben, ein. Das Schlachtschiff. Ja, ein. Und die Omono, Kreuzer. Ach da, ja, okay. Warum muss man seine Torpedos jetzt schon verschwenden? Ja, nee, nicht drüber nachfragen. Auch wenn es eine Fubuki ist, ne, aber, Okay, ich bin schon sichtbar. Von wem denn? Ja, wird halt ein Zerstörer. Ist schon mal einer ist in A und einer ist in B. Da ist zum Beispiel schon mal die Gede. Ah, da. Nice. Ja, die Kraftfahrzeuge hinten. Boah, doch ein Hit gekriegt. Links ist ein Schlachtschiff. Das ja, das ist noch, zu weit weg. Ah, guck mal. Zwei Hits auf die Gede. 2000 fehlen ihm. Ja, das ist erfahrungswert, weil du vorhalten musst bei sowas. Aber er konnte halt nur geradeaus fahren, ne? Weil halt links ihm die Insel war. Er musste halt parallel zur Insel fahren. Ja. Ja, jetzt hat er angeschossen. Ah, der Ding schießt auf uns. Der Kreuzer. Da hinten sind drei Kreuzer. Mhm. Einfach mal reinballern. Das ist ja fies. Drei Kreuzer auf einmal. Das sind Schlachtschiffe, keine Kreuzer. Ja, ach ja. Und der erste ist schon tot. Nein. Ja, der eine hält direkt auf mich zu, ne? Raus, tschüss. Unsere King George beacht erstmal hier an die Insel und da ist der nächste tot. Läuft. Ja, yo, da kommt ein Schwader. Das war mein Tod. Nicht so schwarz sehen, kriegt man alles hin. Mit 4000 HP und da kommt der nächste Schuss? Ja, du darfst halt nicht vorne fahren. Das ist. Als Kreuzer bist du halt so anfällig. Ich bin weg. Tschüss. Kannst schön alleine kämpfen, ich gehe da mal nach hinten. Na, einfach schön hinter der Insel bleiben, damit du Sichtkontakt brichst. Läuft doch. Keine, ja, bleib doch nicht stehen. Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück. Treff. Nein. Fährst du zum Rückruf? Bei sowas, wenn halt Schlachtschiffe auf dich sind, dann bist du ein Kreuzer, dann immer schön so ein bisschen hinter der Insel. Damit die dich nicht sehen. Hm. Es fehlt natürlich so ein bisschen unser Scout. Erfahrung. Ja, das ist normal, dass bei dir Erfahrung fehlt. Woher soll es halt kommen? Schüsse, ne? Auf dich. Ja. Ich sehe, Oh. Hahaha, alle vorbei. Naja. Hast du den Flugzeugträger in der letzten Runde gesehen? Ja, der war aber okay. Der direkt von rein marschiert ist. Ja, war aber okay. Ich meine, wenn er out of Flugzeug ist. Er hat nicht mal einen Damage gemacht. Er ist einfach nur da lang gefahren und hat Langeweile geschoben. Okay. Das ist natürlich ein bisschen. Es bringt das. Nein, nicht schon wie. Ja, gut, jetzt. Das war's. Ja. Oh, ja. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Die kämpfen alle drei hinter diesem Riesenberg. Ja, die sind ja auch nicht doof. Noch nicht. Kommt noch. Irgendwann kriegen wir sie. Ja.
Aber was mich viel mehr stört, ist die Gede, die jetzt gleich von links kommt. Ah, komm, Archenkur. Der Flugzeugträger macht's richtig. Der kämpft hier hinten und lässt seine Flugzeuge die ganze Zeit für sich kämpfen. Du und ich. Und da ist er weg. Alter, Renown, troll dich. Da hinten sind noch zwei Leute. Ja. Die haben sich halt ausnocken lassen. Die haben die komplette linke Flanke eingenommen. Ja, die sind halt überrollt worden, ne? Das ist halt. Weil wir alle nach rechts gegangen sind. Ja, aber dann haben sie halt hier halt verkackt, muss man halt sagen. Ah, denke ich nicht. Alle Torpedos gehen vorbei. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Wo sind die anderen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist denn der letzte? Das tut weh. 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7. Okay. 1, 2. Und damit bin ich nicht raus. Ha 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 ha. Besuch von links. Also einer von unseren Schiffen. Nochmal eine Zita auf die Andrea Doria. Perfekt. Ist er tot? Ja, nö, der ist an der Kante klebt er. Aber ich meine, das sind halt ja, hier drei Schlachtschiffe halt, die halt hier dumm rumstehen und halt nichts reißen. Ja, was der eine jetzt macht, ist auch dämlich. Er fährt genau zu den Gegnern, obwohl er weiß, dass die viel mehr sind. Na gut, irgendwann musst du sie abfangen. Ja. Ja, und er ist da. Und er hat den einen fast noch gekriegt. Unser Flugzeugträger macht echt gute Arbeit. Ja. Na gut, der ist halt ein bisschen alleine jetzt, ne? Aber. Ja. Na, jetzt hat er von ihm angefordert, ja. Ja, ja. Ah. Er ist down. Ja. Er hat zu spät gecheckt, dass er angeschossen wird. Amerikanischer Flugzeugträger. Langsame Torpedos. Das muss halt ewig weit vorhalten mit denen. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Das haben wir verloren. Ja. Ja, ist halt immer noch ein Teamspiel, ne? Alleine schwierig, sag ich mal. Ja. Entweder musst du ein OP-Schiff haben oder das Spiel deines Lebens machen. Die Andrea Doria lebt halt immer noch gegen drei Schlachtschiffe. Na, jetzt brennt er ab. Immerhin. Ja, die Torps kommen einigermaßen. No, komm nicht. So. Nach 5196 Punkte, dann kann ich mir die 6er holen. Oh, nice. Ja, du wirst leider feststellen, dass du unglaublich anfällig bist. Für Seitenfeuer. Tatsächlich macht es erst Spaß, so ab der York Hipper.
ne, 7 und 8er. Mhm. Weil die ein bisschen widerstandsfähiger sind und auch richtig hart zuschlagen. Gleich Container öffnen. Na, vielleicht als kleiner Tipp, eine zweite Schiffsreihe gucken, ob man die spielen kann. Wenn man auf das eine Schiff wartet, dass man das zweite Schiff halt dann nehmen kann. Das könnte man machen, ja. Ich meine, brauchst du jetzt nicht machen, weil es wird gleich vorbei sein. Wir hatten ja 850 Punkte oder so. Ich sehe es ja nicht mal schon raus. Meins noch ein Fecht. Was würdest du spielen? Zerstörer oder die Schlachtschiffe? Ich bin ein Zerstörerfahrer, aber das ist halt sehr individuell, weil ich halt keiner bin, der hinten steht. Ich habe halt nicht Geduld dafür. Das heißt, entweder beim Zerstörer bist du halt vorne, ja, spotten, Torpedos, schießen, Caps einnehmen, bist halt mit in der Action. Aber Zerstörer ist relativ ultra schwierig für Neueinsteiger, weil alles, was dich aufmacht, ist schlecht. Und sobald du offen bist, bist du Prioritätsziel. Das heißt, du kriegst von allen auf die Fresse. Das heißt, was ich empfehlen würde, wäre als Neueinsteiger vermutlich eher Schlachtschiffe. Da ist halt so eine Sache, was dir liegt. Willst du näher zum Feind? Willst du aber nur hinten stehen? Das sind halt Sachen, die... Lieber kämpfen. Ja gut, kämpfen tun sie alle, nur auf ihre Weise. Ja, lieber vorne ein bisschen mitmischen. Okay, wenn du vorne willst, das ist halt Nahkampf bis Midrange. Das ist so 7 bis 12 Kilometer. Die Japaner fallen dann raus, weil die sind nicht stark genug gepanzert. Die sind, was du fahren kannst, ist Amerikaner. Die sind gute Allrounder. Und sie sind halt am Anfang echt langsam. Aber sie haben eine dicke Rüstung, sie verzeihen viel. Und du kannst relativ gut mitschießen. Okay. Die Russen not so much, weil du kannst mit denen nicht nach vorne fahren, weil die viel zu anfällig sind für Seitenfeuer. Wenn du nach vorne fährst, kriegst du Zitas ohne Ende und dann bist du innerhalb einer halben Minute bist du tot. Okay. Das heißt, Russen sind eher so ein bisschen so zweite Reihe. Oder wenn du genau weißt, okay, du kannst dich halt so stellen, dass du in die Seite schießen kannst, dann kannst du auch relativ gut da stehen und tanken. Deutschen, das sind die ich will nicht sagen so die Brawler halt, so ein bisschen, so die Nahkämpfer Midrange. Weil du kannst jetzt halt, die haben halt sehr, sehr gute Panzerung. Du kannst halt so gut wie nicht eine Zita-Treffer bekommen. Das heißt, relativ gut gepanzert. Die Kanonen sind ein bisschen ungenau. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall hast du massive Sekundärie. Das geht dann, wenn du bei Tier 10, Tier 11 bist, ja, bist du halt bei 12, 12,5 Kilometern. Plus, die zweite Reihe hat Torps. Ja. Das heißt, man kann sich da halt durchaus nach vorne wagen in den Mid-Breite-Range-Bereich. Die Briten, nein. Die sind eher so, die hinten stehen. Und mit Feuer spielen. Ja, die schießen halt sehr viel AE. Jetzt die zweite Reihe mit der linken Seite hier mit der Hawk. Duncan, Rook. Die sind halt, Vincent, die sind halt sehr... Ich muss sagen, ja, Glaskanonen sind eher die. Also wenn du bist, die linke Zweig ist so der Glaskanonenzweig, ne? Die hauen richtig zu, aber sind halt
sehr, sehr anfällig. Mhm. Und der rechte Zweig ist halt, ja, sag mal, Medium-Panzerung und du stehst halt sehr weit hinten und schießt halt mit Feuer. Mit HE. Okay. Frankreich, jo, da kannst du pushen. Ja, mhm. Die haben eine strange Panzerung. Da muss man erstmal mit lernen, mit zu spielen, aber die sind auch gute Allrounder, sind ultra schnell. Mhm. Italien. Tatsächlich eher zweite Reihe, außer du weißt, dir kann erstmal keiner was, aber die schießen SAP, also Semi-Armor Penetration. Mhm. Bedeutet, wenn die sich gerade zu dich hinstellen, ne, und versuchen zu tanken, SAP hat einen größeren Durchschlagwinkel. Mhm. Bedeutet, ihre Panzerung ist halt so gut wie nichts wert. Außer wenn sie halt dann quasi komplett waagerecht zu dir stehen, richtig horizontal. Und damit das kommst du halt kaum noch durch, weil ja, ist halt dafür gemacht, für dickere Panzerungen zu durchschlagen. Ja. Das sind so die Schlachtschiffe, mit denen du leben kannst. Ne? Also wenn du Schlachtschiffe spielen willst, so ein bisschen so im Midrange und Nahkampfbereich, dann halt USA oder Deutschland. Okay. Und hi, nicht WG. Ich würde neuen Stärke als erstes Grind die Montana empfehlen. Kann alles, aber nichts perfekt. Allrounder halt. Genau. Okay. Das ist das, was ich jetzt auch halt gesagt hatte. USA oder Deutschland, das sind halt gute Allrounder. Und du kannst halt nach vorne gehen und kannst da halt setzen. Musst aber denken, ja, je näher du dem Feind bist, desto weniger Machtrüstung was. Ja. Ja, du kommst dann runter bis zur Colorado und ab der Colorado dann in den mittleren Bereich jetzt mit der North Carolina, der Iowa und die Montana. Kansas, Minnesota, Vermont würde ich nicht empfehlen. Das sind Badewannenschiffe. Die schießen alle 40 Sekunden. Also du brauchst richtig hart zum Nachladen. Plus die sind ultra langsam. Wenn du dich für eine Seite des Spiels entscheidest, hast du schon verloren. Weil du kommst nicht mehr im Laufe des Spiels auf die andere Seite. Aber sobald du von der Colorado auf die Norca wechselst, also auf die North Carolina, Iowa und Montana, das sind halt richtig klasse Schiffe, ne? Die sind gut gepanzert, gut sekundäre sind vernachlässigbar, das heißt, du lebst halt nur über die Hauptgeschütze, aber die Hauptgeschütze reißen das halt raus, ne? Die können halt, die Norca, North Carolina, die kann halt richtig hart zuschlagen im Tier-8-Bereich. Iowa und Montana genauso. Du kannst ein bisschen tanken, ne, aber musst halt aufpassen. So, das wäre so quasi deine Linie. USA, runter zur Montana oder Deutschland. Oder Deutschland. Genau, da musst du dich, aber ja. Bei den Deutschen musst du dich halt relativ früh entscheiden. Weil der Zweig halt komplett auseinander geht. Ja, ich habe jetzt die Kreuzer, also ich bin jetzt bei der Kreuz. Ich will die Kreuzer durchmachen bis Kreuzer Stern. Ja, das und, ist super Tier. Ja, und dann halt die anderen Reihen dann fertig machen. Ja. So dass man irgendwann alle unten hat. Genau, das ist der Plan. Ja. Kurze Frage, warum hat der Staatenbund nur ein Schiff? Weil sie dafür bisher keine Schiffe gemacht haben. Staatenbund ist ja Commonwealth. Das heißt. Aber die hätten ja auch ganz viele Schiffe. Deshalb finde ich das sehr komisch, dass es nur ein Schiff gibt. Jein, die meisten Commonwealth-Schiffe haben halt, wie soll ich sagen, Großbritannien-Schiffe benutzt. Und das heißt, im Endeffekt hast du ja den Great Britain-Zweig schon komplett. Die meisten haben halt keine wirklich großen Flotten gehabt. Ja. Außerhalb ihres Großbritannien-Gesichte, weil Commonwealth bedeutet ja, du hast ja die größte Flotte der Welt, in Anführungszeichen. Die dich schützt im Zweiten Weltkrieg. Und das heißt, die hat meistens nur so Küstenboote, weil Großbritannien nicht daran interessiert war, die Flotten zu geben. Ja. Möglicherweise kommt das später noch. Das wäre cool.
Ja, es kommen ja jetzt die panamerikanischen Schiffe kommen jetzt. Die werden, ich glaube, ab Donnerstag werden die Frühzugang haben. Und Panasien müsste ja auch noch irgendwann nochmal kommen. Ich weiß gar nicht, was jetzt alles im Startkapital ist. Ein bisschen was. Die Vampire 2 ist auch startenbunt möglich. Aber die Vampire 2 ist... Java. Ja, weil du sie für Kohle kaufen kannst, ist sie nicht im Forschungsbaum. Das meine ich damit. Mhm. Wo ist sie eigentlich? Gute Frage. Oh, kann man die gar nicht mehr holen? Ohne ist, oder ist sie überhaupt Forschung? Ich weiß gar nicht. Ah, ein Forschung. Container. Genau. Perfekt. Ja, Vampire 2 ist auch startenbunt. Mhm. Aber wie gesagt, im Forschungsbaum sind halt nur Forschungsbaumschiffe. Beziehungsweise die, die du für Gold kaufen kannst, ein paar. So, und weiter geht's, würde ich sagen. Weit gedrückt. Ich brauche 4000 Punkte, dann kann ich mir den 6er holen. Er läuft. Na, demnächst kommen wir jetzt... eigentlich maximal in einer Runde kriegen, wie viele Punkte? Meinst du Erfahrung? Ja. Viel. Okay. Also was war dein höchstes, was du mal bekommen hast in einer Runde? Meinst du jetzt von Basis-EP, Normal-EP, Schiffs-EP, Kapitäns-EP? Na, so, dass du halt auf neue Schiffe leveln kannst. Also Schiffs-EP. Muss ich überlegen. Irgendwas 23.000, 25.000. Eieiei. Ja, das ist aber auch ein Monstergefecht und du hast diese Ökonomie-Booster. Dann hast du auch den höchsten dann halt drin. Also mindestens blau. Ja. Nur 7er. Hilfe. Ja, läuft, ne? Ja. Finde ich nicht nett. Ich bin für 3 erreicht. Aber es ist ein relativ wenig Schlachtschiffe. Ja, aber wann kriegt man ab 5 so hohe Leute mit 7er oder 8er Schiffen? Du kannst maximal 2 plus bekommen. Also dein Tier plus 2 kannst du maximal bekommen. Und das liegt am Matchmaker tatsächlich. Der ist halt so eingestellt, dass du Pi mal Daumen, wenn immer dasselbe Schiff spielen würdest, im Großen und Ganzen würdest du halt ein Drittel Low-Tier sein, ein Drittel High-Tier und ein Drittel ja mittendrin halt quasi. Ja. Das Problem ist, ja, ist halt schwierig zu verwirklichen, ne? Weil wir halt eine relativ kleine Anzahl von Spielen spielen. Was ist eigentlich dein größtes Schiff? Tatsächlich habe ich einige Supertiers schon. Ui. Also ich bin halt schon durchaus gut. Ich spiele das auch schon. Wie lange spielst du jetzt World of Warship schon? Ich habe gerade meine 7 Jahre Badge abgeholt. Aber ich spiele 7 Jahre jetzt schon. Ja, aber ich spiele das jetzt nicht 7 Jahre durchgehend. Also ich habe da auch mehrere Jahre zwischendrin Pause gehabt, etc. Von daher. Ich meine, das zählt war, weil das zählt ab deiner Account-Erstellung. Verändert sich ja nicht, auch wenn du nicht spielst. Ja. Aber sollte man halt nicht überbewerten. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ja, da kommt Flieger. Jawohl.
Ui. Ah ne, nicht schon wieder. Bitte, geht da hinten irgendwo hin. Aber lasst mich in Ruhe. Für dich als Königberg ist ungefähr, ist da gut zu stehen, wo jetzt gerade die Mars ist. Da so ein bisschen an der Insel dran. Oder halt an der großen Insel. Damit du halt auf den Cap schießen kannst und von den ganzen Schlachtschiffen ein bisschen weg bist. Ich wollte mich jetzt hier bei dem Berg, wo ich jetzt gerade bin, so schräg hinstellen. Ja, super. Da kommen schon wieder Flugzeuge. Bitte geht doch weg. Ja, du hast als Deutsche relativ gute Flugabwehr. Musst dir keine Sorgen machen. Trotzdem machen die immer auch. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ja, sie fliegen weiter. Finde ich sehr nett. Ich kann halt null helfen. Boah, hier ist perfekt. Hier bleibe ich stehen. Solange du schießen kannst, alles cool. Hab ich nicht ausprobiert. Feindliches U-Boot gesichtet. Ah, hat sich die Boys wegtoben lassen. Oh. Ja, man kann schießen. Wir haben ein feindliches U-Boot gesichtet. Oh, ich bin getroffen. Wann hab ich geschossen? Das. Die Florida wäre nice, wenn man die hinten rechts ist fast tot. Nice. Achtung, treff ich. Sauber. Hinten links kommt wieder einer, halb tot, fährt sehr langsam. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, ich bin halt nicht so schnell. Ja, er auch nicht. Ja gut, aber die Amerikaner, die sind halt 20 Knoten, ne? Das merkst du halt extrem. Feindliches U-Boot in Sicht! Hier ist irgendwo ein U-Boot. Ah, da. Ne, wir haben zwei tatsächlich. Hab ich geschossen. Okay. Oh, ich schieße den Berg rein, wenn ich das U-Boot treffen will. Perfekt. Ja. Nein, komm doch wieder zurück, bitte. Oh Mann. Torpedos direkt voraus. Ah, ich nehme heroisch die Torps mit. Das ist cool. Höhlenbruch, Wasser dringt schnell ein. Haben sie geschmeckt, die Torps? Da kommt noch mehr. Oh, ich bleib wieder meiner Deckung. Da kommt 9 Torps. Das möchte ich nicht. Ne, jetzt ist aber die Zeit rauszufahren, weil du hast keine Ziele mehr haben. Ja, da kommen auch die Torps direkt. Ja, gut, schaffe ich. Ja. Ist da dran vorbeikommen. Problem gelöst. Der hat mich als Ziel auserkoren, musst dir keine Gedanken machen. Nein, komm doch nicht mit dem Stück. Gleich hab ich dich. Komm. Gleich hab ich dich. Och Mann. Ich würde mal alles zerstört kommen. Wo ist denn der? Alle tot? Nee, da hinten ist das U-Boot noch, aber... Ja gut, der ist abgetaucht jetzt dadurch. Wenn ein U-Boot abtaucht, siehst du ihn nicht mehr. Ja, selbst du wenn... Du kannst ihn auch nicht mehr treffen. Wenn nur auf Seerohrtiefe geht, sind es 2,5 Kilometer. Das ist halt, ja... Da hinten kommt ein Hä? Ah, da. Hinter dem linken Berg von den beiden, die da hinten sind, steht ein... Dings. Mm. Wie heißt es? Zerstörer. Ja, Zerstörer. Der Kaski ist da hinten. Ja, die Zerstörer müssen halt das U-Boot machen. Hilft ja nichts. Ja. Da habe ich nichts mit zu tun. Ne, von den Gegnern stand da hinten gerade einer. Das war... Da ist das U-Boot.
Ist U-Boot wieder da? Ja. Also wenn da steht 6 Meter, kann man drauf schießen. Okay, erledigt. Schieße ich noch drauf und dann haut er auch einmal ab. Kann ich. Finde ich nett. Das finde ich nicht nett. Ich fahr neben dir. Jo. Alles cool, weil dann ist unsere Flugabwehr ist halt dann, überlappt dann halt auch. Hm. Und die Lyon ist auch da. Links in dem zweiten Berg, rechts in dem zweiten Berg steht ein Schiff. Alle Stationen. Feuer, also ich stand gerade eben. Naja, der sieht mich auch, aber... Ich sehe ihn nicht, das ist das Problem. Ist nicht meine Aufgabe, auf Zerstörer zu schießen. Hm. Ja, wir gewinnen das durch die Punkte. Ja, locker. Da hinten kommt auch einer. Den kann ich treffen. Ah, zu weit links. Zu weit rechts. Du hast Hydro. Solltest du mal anwerfen. Und nicht mich rammen, wenn es geht. Entschuldigung, falsche Taste. Drück weg. Ich krieg nicht in die rein, nicht in die rein. Ja, es gibt keinen Schaden, keine Sorge. Friendly Fire ist seit zwei Jahren ungefähr deaktiviert. Oh nein. Ja, der schießt aber auf dich und ich will ja nicht mit reingeraten. Unser Sieg ist da schön drauf. Jetzt seid ich von links, Alter. Von links, links, links. Jo. Da rechts. Der Katzke, das ist dein Problem. Da hab ich nichts mit zu tun. Junge, gib die Damage. Geh doch auf den hier vor mir! Du hast Hydro, ne? Denk dran. Mit welcher Taste? Hier sind so viele Tasten. Müsste ich... Achtung, Torps. Ja, zu spät. Ja, geht schon. Kriegen ihn weg. Außerdem kannst du ja die Tasten umbelegen. Ich hab Torpedos auf 3. Zweitens ist... Ja, das Hydro macht halt nichts anderes, außer die Torpedos halt früher anzuzeigen. Ohne Schiffe. Ist das G-Hydro? Kann das sein? So eine Dose? Müsste ich nachher mal gucken gleich. Ich glaube, es ist G, aber ich bin mir nicht sicher. Du kleiner Katzki. Ey, der ärgert mich, das war noch. Der will ärgern. Ja, ich hab mich in die Seite geschossen. Nur ich helfe. Der ärgert mich. Der will mich ärgern. Ja, du bist halt jetzt low, ne? Weil ich meine Torpedos, wenn Flugzeugträger dich getroffen hat. Du bist jetzt Prioritätsziel. Immer die Low-Schiffe kaputt machen. Wow, aua. Ja, da kommen die. Wo kamen die denn jetzt her? Ja, komm. Ah, gut durch. Ah, shit. Der Letzte hat mich gekriegt. GG. Ja, der kämpft da hinten halt in diesem Nebel jetzt. Torpedos auf Steuerbord. Mhm. GG. Ja, weil unser einer Dings ja einfach abgehauen ist. Also wirklich. Er ist einfach vom Acker. Weißt du, er kämpft gegen den, macht ihn aufmerksam auf mich und dann haut er auf einmal ab. Ich halt einen Flugzeugträger verfehle. Wo ist denn der Flugzeugträger überhaupt? Wo ist der Flugzeugträger? Bei H10. Ich sehe ihn jetzt nicht, ne? Weil halt. Da! Da ist der LED. Der kämpft ja aber ganz schön gut. Ja, das haben wir gewonnen durch die Punkte gleich. Shit. 932 zu 214. Hi Fuso. Sieg. Das ist auch von links. Kommt auch Schüsse auf dich. Gleich. Ja, ja, nee, der hat andere Probleme. Der ist tot. Echt? Jo. Wenn er treffen würde, unser Teammate. Ah, ein Schuss getroffen. Ja. Ja, wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Feindliches U-Boot gesichtet. Ach, U-Boot ist immer noch da. Ja, okay, ist vorbei.
Gewonnen. Easy. Und hi, Swallow. Wunderschöner Tag. Wir hatten alle 4 Punkte. Das war halt. 1449. Ich gehe jetzt mal schnell auf die Königsberg, um deine Frage zu beantworten. Bitte wieder versenden. Wo sieht man das? Ist die Frage. So, das ist dein Hydro. Warte. Ich muss jetzt den Stream wieder anmachen. Hydroakustische Suche nennt sich das. T ist ein Standard dafür. T. Okay. Ach das, ja, okay. Dankeschön. Ja, ja, das, da gehen halt Torpedos dann auf 3,8 Kilometer Entfernung auf. Das ist, hilft halt, wenn du weißt, okay, du fährst halt gegen einen DD und du vermutest, dass er halt irgendwie Torpedos abgeworfen hat. Das hilft dir halt dann ein bisschen gegen ihn vorzugehen. Ja. Läuft halt 2 Minuten. Knapp. Ja. Und braucht dann 2 Minuten, bis du es wieder auslösen kannst. Okay. Aber das ist halt bei. Das haben so ziemlich alle Kreuzer. Mhm. Damit sie halt die Zerstörer halt jagen können. Okay. So, und Swallow hat Sport. Ui, viel Spaß. Ausgelöst. So, ich gehe schon mal. Oh, guck mal, Carrie ist auch da. So, was? Wo ist das wieder meine Texas da? Möchtest du ohne Brille spielen? So. Ach man. Wir machen ein wenig Sport. Und dann drücke ich dann gleich ins Gefecht. So. Ach ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, jawohl. So, ich drücke ins Gefecht. Aber muss ein kleines Biopäuschen machen, aber ich kann ja schon mal ins Gefecht drücken, weil ich bin ein Schlachtschiff. Ich fahre langsam.
Ja, aber danach erstmal weg mit der Brille, würde ich sagen. Die ein, zwei Minuten, die ich habe. Moment, warte. So, jetzt nochmal. Weg mit der Brille. Achso, ja, nach der Pew-Pause. Ja, viel Spaß. So, ich drück mal ab. Das heißt, wir gehen ins Gefecht. In der Zwischenzeit mache ich ein kurzes Pew-Pauschen. Ja, ja. Geht ja recht schnell.